Ja, moin zusammen. Ich fahr nur alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, wie man sieht, das Auto steht hier. Der Übeltäter ist identifiziert, wo er den Krempel verliert. Dann wollen wir gleich mal gucken, dass wir das mal auf die Reihe kriegen. Dass die Suppe da nicht mal rausläuft, ne? Ach so, nochmal zu den Reifen, ne? Die sind wirklich neu, ne? Ganzjahresreifen. Ja, den Kollegen da hinten machen wir gleich erstmal sauber und dann wollen wir mal gucken, ob wir da eventuell die Leitung flicken können. Ich muss mir das Ganze erstmal angucken. Das ist, man soll es nicht glauben, aber ich habe mal einen E46 gefahren, einen 330 Diesel. Geniales Auto. Aber, ja, so wirklich viel veranstaltet habe ich mit dem Auto damals nicht. Also weiß ich auch nicht, wie das da unten demontiert wird. Zu den Bremsen, innen belüftet hinten und in einem hervorragenden Zustand. Kein Rand, kein gar nichts. Ne? Also und auch hier wieder Dämpfer, Feder neu. Ja. Gut, das da hinten, Moment mal eben. So. Den Bereich rund um den Schaden muss ich auf jeden Fall versiegeln. Wie gesagt, nochmal, das Zeug beizt. Zu Deutsch, da ist jetzt keine Rostvorsorge mehr drin. Die machen wir gleich erstmal wieder dran, wenn das alles abgebaut ist. Ja. Muss ja nicht weggammeln, ne? Gut. Dann bereite ich mal alles vor und dann geht das los. Ja, das allererste, was wir machen, sauber. So, wir wollen auf gar keinen Fall Bremsflüssigkeit da unten noch drin haben, in den Falzen und Ecken. Der Lack wird zerstört, ne? Rost. Man sieht es ja auch schon ein bisschen. Ja. Wie der Lack hinter der ganzen Schadstelle zerstört wurde. Und es zumindest oberflächlich schon mal angefangen hat zu rosten. Das wollen wir nicht haben. Aber so gar nicht. Ja, deswegen habe ich jetzt mit Bremsenreiniger vorgesprüht und mit dem Luftschlauch direkt hinterher gesprüht, dass das weggeschleudert wird sozusagen. Der Zustand ist nicht besonders gut da in der Ecke. Deswegen müssen wir da auch gleich ein bisschen mehr bearbeiten, als ich dachte. Ja, das hier. Hier sieht man es schon. Die Falzen und sowas alles in der Richtung. Das gammelt richtig gut weg. Ne? Ja, Bremsflüssigkeit löst jede Art von Lack auf. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Ist also alles nicht ganz so witzig. Erstmal ein bisschen Rostschaben hier. Wie die Bremsflüssigkeit gearbeitet hat. Das ist der Folgeschaden von dem Schaden. Das machen wir jetzt, bis wir nichts mehr finden. Ja, muss man sich vor Augen führen. Ne? Hier haut ständig die ganze Zeit Bremsflüssigkeit ab. Das ist letztendlich dem Bremssystem zu verdanken, dass die Kiste trotzdem noch einigermaßen gefahren ist. Wie gesagt, ich habe es nicht mal gemerkt, dass ein Bremskreis ausgefallen ist. Also alle Räder haben gebremst. Vorne auf jeden Fall. Hier hinten, wie man am Rost der Bremsscheibe sieht, eher nicht so. Aber er fuhr ganz normal. Ne? Man konnte ihn sicher bremsen. Auch schnell gefahrene Landstraße oder sowas in Richtung. Kein Thema. Ging. Also von daher,
Okay, 17. Lockern das Ganze. Okay. Ja, das da oben drauf werde ich nicht so einfach abkriegen. Ich glaube, ich muss die Leitung trennen. Bisschen hochbiegen und dann ganz in Ruhe arbeiten. Irgendwie kriegt man das nicht gepackt. Jetzt muss man ein neuer Halter rein, ne? Wie man hier vielleicht sieht, das ist alles andere als sinnvoll hier. Sehr fadenscheinig. Ja, da ist auch nichts mehr großartig von über. Zu aller Not, ja, wenn ich jetzt gar nicht weiterkomme, kann ich das hier wieder anschweißen. Ja, mit ein paar kleinen Punkten, dann versiegeln, dann klappt das wieder. Das muss natürlich wieder zurechtgebogen werden, aber das ist der totale Fusch, also machen wir das nicht. Dann bauen wir den lieber nach. Ja. Ja, dass wir das andere auf die Reihe kriegen. Erstmal diesen Rostschaden hier von der Bremsflüssigkeit wegmachen. Da kann ich leider nicht bei filmen. A, das ist ein bisschen eng. Und B, die Drahtbürste ist nicht witzig. Ganz im Gegenteil, ist sie sogar sehr aufdringlich. Ja. Aber ihr werdet das Endergebnis sehen. Ja. Gut. Wir sehen uns gleich wieder. So. Mein Hintergrund hört, der Kompressor läuft noch. Ich habe es ein bisschen so gesandstrahlt. Naja, Soda, ne? Das ist nicht nur Soda, das ist Sodastrahlen. Ja. Da kommt jetzt eine vernünftige Grundierung drauf, die auch ein bisschen Rost verträgt. Der Löwe, ne? Und von da aus sehen wir dann weiter. Aber wie gesagt, das muss ja erstmal vor Rost geschützt werden, sonst ist hier bald nichts mehr. Ne? Dann sitzt die Rückbank in der Luft. Das wäre blöd. So, das bedeutet einmal abpusten, auch wieder nicht mitdrehen. Ne? Sonst seht ihr bald gar nichts mehr vor lauter Sandsturm. Und dann streiche ich das eben. Wie gesagt, das seht ihr sowieso nicht, wenn ich das mache. Deswegen das Endergebnis gleich. Jo, so, das darf erstmal jetzt in Ruhe durchtrocknen. Den ganzen Träger innen. Ne? Ja. Schön geflutet. Deswegen darf das ja erstmal bis morgen durchtrocknen. Ne? Das ist vielleicht effektiver als in 5 Minuten mit dem ganzen Blödsinn wieder anzufangen. Ja. Jetzt nochmal, wenn ihr solche Undichtigkeiten habt, sofort reagieren. Dass ihr wisst nicht, wo das Zeug überall hinfließt und euch den Lack entfernt. Ne? Endresultate sind dann gewaltige Löcher. Okay. Bis morgen. So. Mal da reinleuchten in den Hohlraum. Ja, da kann auch ein Schlückchen rein. Ja, so sieht das gut aus. So genehmigt. Perfekt. So, dann können wir den ganzen Scheiß jetzt reparieren und dann geht das weiter. Ja, grüß Gott. So, wir haben einen neuen Bremsschlauch bekommen.
und die guten alten Nippel, um das Ganze da wieder drauf zu schrauben. Dann haben wir in meiner Bremsleitungsreparaturkiste diese Adapterstücke. Ja, eins pro Bremsleitung darf ich, glaube ich. Ja, und unser Bördelgerät. Ja. Gut. Damit kriegen wir das Auto schon wieder ans Bremsen. Und ich bin dabei, einen neuen Halter zu bauen für die Bremsleitung. Und eine neue Klammer, die dazwischen geschraubt wird. Ja, ist noch ein Rohstück, ne? Also gut. Weil Ersatz gibt es dafür irgendwie nicht. Ich habe geguckt, ob es dafür ein Reparaturblech gibt. Keins gefunden. Dann muss ich halt selbst, ne? So, da in der Ecke haben wir jetzt das kleine Stückchen. Den Rest vom Fest sozusagen. Jetzt haben wir hier einen mikroskopisch kleinen Rohrschneider. Ja, wir können die nicht durchkneifen, logischerweise, dann quetschen wir den Querschnitt, ne? Das wäre sehr unklug. So, wie man sieht, hier oben ist die Leitung noch in Ordnung. Wir trennen hier. So, ein bisschen aufschrauben. So. Das ist alles wahnsinnig unkompliziert. An solchen Ecken. So. Ja. Mal rumgedreht. Aus dem Klempnerbereich kennt man solche Geräte auch, halt nur größer. Ne? Wieder zudrehen, nochmal drehen. Hier sieht man schon, die Bremsleitung hier oben ist gesund. Gerade mit dem Besitzer telefoniert. Der Wagen hat angeblich neue Bremsleitungen gekriegt. Ne? Hat dafür bezahlt. Wird immer besser. Wenn er die Rechnung rausgesucht hat, schnappe ich mir den Betrieb mal. So, die Schnittkante ist jetzt für... So, die Schnittkante ist optimal zum Bördeln, ne? Mit so einem Rohrschneider. So, was machen wir als nächstes? Als nächstes müssen wir die Überwurfgeschichte draufsetzen. Ne? Wir haben hier Bördel F, M10. Auf die Richtung achten, sonst können wir gleich nochmal abschneiden. Ne? Also wir schrauben so wieder fest in den Adapter. Also kommt das jetzt so da drüber und ein bisschen nach hinten. Ist übrigens nicht schlimm, wenn die Bremsleitungen ein bisschen Wachs abkriegen. Ganz im Gegenteil. Ne? So, die haben wir jetzt nach hinten gezogen. Hier sieht man es da hinten in der Ecke, genau. Ist schwierig da zu drehen, ne? So. Jetzt brauchen wir den Bördel als allererstes mit der Edelstahlschraube drin. Okay, jetzt sitzt es drauf, bis hinten hin zum Anschlag. Das hier interpretiert den Anschlag. Jetzt müssen wir es zudrehen.
Das ist das Pressstück, hier sieht man schon, das geht in die das geht in die Leitung rein. Da, ne? Das machen wir gleich mal ein bisschen sauber. So. Schlüsselweite ist 17. Mit dem 17, da kommen wir jetzt hier nicht weiter. So, gleichzeitig halten wir es fest. Dafür ist der Griff unten da. Ne? So, das ist fest. Ne? Jetzt drehen wir das Ganze wieder los. So, so sieht man es dann mal ein bisschen besser. So, jetzt haben wir hier einen sogenannten F-Bördel. Ja, zieh mal ran. Ja. Das kommt jetzt in den Adapter. So, jetzt haben wir hier diesen Adapter. So, das ist der Adapter. Den müssen wir jetzt gleich festschrauben, damit der Bördel genau aufliegt. Und hier gehen wir weiter praktisch runter in den Bremsschlauch. Ich verschraube das mal eben, weil mit Kamera geht das nicht. Einfach, es geht einfach nicht. Das ist ein bisschen zu eng. Gut, ich verschraube das mal eben. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die nächste Leitung anfertige. Entsprechender Bördel. Ne? Noch einmal draußen gezeigt, weil da drinnen wird es nichts. So, jetzt müssen wir noch biegen, aber erstmal muss ich woanders hin. Ja. Erstmal die Pfoten waschen und so weiter, dass das nicht alles innen so wahnsinnig dreckig wird. Und den ganzen Kram hier mal einmal sauber machen. Bis gleich. Ja, nochmal Verzeihung, dass ich nicht alles ganz detailliert und genau zeige, sieht man ja gar nichts. Da ist das Endstück. Da. So, das Problem an der ganzen Sache ist, wieder mal, ne, wer es nicht kann, Finger weg. Ganz einfach. Wir biegen uns jetzt einen Winkel zusammen. Auf der einen Seite haben wir hier eine Zange. Ein bisschen anpassen, dass wir es vernünftig halten können. So. Mal hier hin gucken. So. Wir müssen jetzt praktisch gerade runter, ne? Aus dem Teil. Mal eben gucken, wo habe ich jetzt eine zweite Zange? Die habe ich nicht dahin gepackt. Habe ich. Da habe ich sie. So. So, einmal, ja, wir möchten möglichst weich biegen, ne? Also keinen 90 Grad Winkel bitte. So, ja. Also nicht um die Ecke biegen, dann verjüngt sich das Ding extrem. Ja, über so einen Griff oder über so eine runde Oberfläche passiert das wesentlich effektiver. Ja, so haben wir jetzt hier den Ausgang und da den Eingang in den Bremsschlauch. So, das sollte jetzt dicht und wieder schön sein, nicht wahr? Guten Morgen. Ja, wie man jetzt sieht, ist hier ein neuer Halter. Ja. Ich habe den einfach gebaut. Ja. Gut, dann wollen wir mal gucken, dass wir den neuen Bremsschlauch da reinkriegen.
So, wollen wir mal gucken. Ja, hier. Mal Licht anmachen. Genau. So, hier oben ist der neue Bremsschlauch. Ne? Der sitzt hier nochmal in der Klemmung. Da unten. Ne? So, und jetzt kommt der hier hoch. Ja. Um da ein bisschen Anpressdruck auszuüben, müssen wir das ein bisschen improvisieren. Da ist eigentlich so eine Federplatte drunter. Die kriege ich nicht. Ich habe die gesucht. Falls jemand weiß, wo man die kriegt, beziehungsweise ob es die irgendwo gibt, bitte Bescheid sagen. So, hier haben wir die Bremsleitung. Den Schlauch. Der geht hier oben genau, passt genau rein. Ich habe dieses Teil hier angefertigt. So, jetzt. Ach Gott. Ja, wie gesagt, original wäre besser gewesen, aber du kriegst keine Teile, ne? Für den ganzen Kladderadatsch hier. Ja, genau so. Bremsleitung genau da rein. Genau. So. Und das Festschrauben sollte das jetzt genug Druck ausüben, um das hier unten zu fixieren. Ne? Dass es nicht wackelt da drin. Also es ist jetzt keine große Last drauf. 11, da, was war das da unten, ich glaube 17. Nein, nicht. Ah, doch. Okay. So, ne? Jetzt drückt praktisch das Teil hier gegen und dieses Teil wird praktisch hochgezogen. So kriegen wir jetzt nirgendwo mehr Ärger mit der Bremsleitung. So, nachdem wir das jetzt festgezogen haben, ich ziehe jetzt noch mal einmal nach. So, nachdem wir das jetzt festgezogen haben, kommt da ordentlich Wachs drauf. Ne? Dann kriegt die Leitung da oben auch noch ordentlich was ab. Genau, das mögen die. Da ist auch noch ein Hohlraum. Ordentlich Wachs rein, genau. Hier oben auch. Das verkriecht sich jetzt noch ein bisschen. So, und dann sind auch diese Verschraubungen hier geschützt. Ne? Und sind nicht wieder komplett festgegammelt. Gut, das war's. Jetzt entlüften wir den ganzen Kram und dann wollen wir mal gucken. So, wie man sieht, das Auto ist fertig. Ich lasse ihn jetzt noch einmal entlüften mit der Maschine. Und ja, er ist schon bei eBay drin.
zum Versteigern. Ich habe ja schon einen Beitrag dazu geschrieben. Und ja, wünsche euch schon mal einen sanften Start ins Wochenende und wir sehen uns im nächsten Video. Hier euch, der Sonnenuntergang. Bisschen spät dran, okay. Ja, bis zum nächsten Mal.